3, 2, 1, release, release, release. Richard Branson will hoch hinaus. Mit seinen Milliarden hat er schließlich schon vor 17 Jahren seine eigene Weltraumfirma gegründet, für sich und Passagiere. Astronaut 001, Richard Branson. Jetzt das Ziel des Briten, 80 Kilometer hochfliegen, was in den USA offiziell als Weltraum gilt, und er will mehrere Minuten in der Schwerelosigkeit verbringen. Ein Testflug für den 70-Jährigen und für seine Firma, die ab kommendem Jahr Touristen ins All bringen will. Wenn wir zurückkehren, werde ich etwas sehr Aufregendes ankündigen, damit mehr Menschen die Chance haben, Astronauten zu werden, denn der Weltraum gehört uns allen. Does belong to us all. Aber jetzt wird erstmal Branson selbst zum Weltraumtouristen, begleitet von seinen 5 Crewmitgliedern. Damit schlägt er einen anderen Milliardär um gerade einmal 9 Tage, Jeff Bezos. Der Amazon-Gründer will auch in die Weltraumtourismusbranche einsteigen und sich bald mit seiner Blue Origin sogar noch höher ins All katapultieren lassen als Branson, nämlich mehr als 100 Kilometer. Bezos nimmt seinen Bruder Mark mit und die 82-jährige Astronautenanwärterin Wally Fank, die schon seit einem halben Jahrhundert auf diese Chance wartet. Der Wettlauf der Milliardäre hat begonnen und die ersten Reservierungen sind auch schon eingegangen. Mehr als 600 Weltraumfans haben einen Flug bei Bransons Firma vorbestellt für bis zu 250.000 $ pro Ticket.